So, TV heute in Hillen bei der Kreistierschau. Wer möchte nicht gerne mal Schafe füttern? Ich probiere es auf jeden Fall mal. Und wir freuen uns unheimlich, mal einen kleinen Eindruck Ihnen zu geben von Pferden, Hunden, Schafen und was für Hühner und Kaninchen, was wir sonst noch sehen. Wie wichtig ist die Nutztierzucht oder generell Nutztiere im Kreis Mettmann? Die ist sehr wichtig, weil wir wollen weiterhin Landwirtschaft in diesem Kreis haben. Wir sind einer der kleinsten Kreise, was die Fläche angeht in Deutschland. Wir sind einer der größten Kreise, was die Bevölkerung angeht. Das heißt, hier gibt es Stadt, Land unmittelbar in Nachbarschaft. Und deshalb ist es uns ein großes Anliegen, dass ja, die Schafe, die Pferde, die Rinder und Schweine hier weiterhin eine Zukunft haben in diesem Kreis Mettmann, weil wir wichtig finden, dass wir eine schöne Kulturlandschaft haben. Und dazu gehören einfach auch die Tiere. Und dazu gehört auch ein erfolgreicher, ein gut wirtschaftender Bauernhof. Und die haben wir hier im Kreis Mettmann. Und das präsentieren wir hier heute auf dieser Kreistierschau. Kaufen Sie Ihre Eier auf dem Bauernhof oder gehen Sie doch in den Supermarkt? Sehr unterschiedlich. Also ab und an gehen wir auf einen Hof. Wir haben im Kreis Mettmann also sehr viele Direktvermarkter. Und das nutzen wir auch schon mal. Das ist dann konzentriert und holen uns da die Sachen. Und man muss einfach sagen, sie schmecken einfach besser. Wenn man an Bauernhof denkt, denkt man zwangsläufig Ferien auf dem Bauernhof. Kommen wir vielleicht zur letzten Frage. Wie sehen Sie den Tourismus im Kreis Mettmann? Ja, ich denke, das ist ein Megathema für die Zukunft. Wir haben uns ja da extern beraten lassen. Wir haben mittlerweile ein Tourismuskonzept. Die Ausgangslage ist, wir haben Umsätze schon heute von über 380 Millionen Euro hier im Kreis. Status quo. Und wir wollen eigentlich einen sanften Tourismus. Das heißt, unsere drei Hauptthemen sind Wandern, Reiten und Fahrradfahren. Und wir haben eine hervorragende Infrastruktur, die wir im Moment auch noch ausbauen. Stichwort Panorama, Wanderweg in Niederberg. Das heißt, das wird ein Radweg werden, der von der Stadtgrenze nach Essen zur Stadtgrenze nach Wuppertal geht, quer durchs Bergische Land. Der ist im Bau. Aber es gibt auch andere Dinge, wie zum Beispiel den Neanderlandsteig. Das ist ein Kreiswanderweg rund um den Kreis. Das heißt, das sind diese Megathemen, nochmals Reiten, Wandern und das Fahrradfahren. Ich glaube, damit sind wir gut aufgestellt und wir werden da auch, denke ich, die Menschen in der Region ansprechen. Und das sind nicht weniger als 11 Millionen.